Und wieder haben wir ein paar Emotionen. Grenzenlose Freude beim auserwählten Publikum und Unwohlsein bei meinen Kandidaten. Ja, die unangenehmen 5 funktionieren so. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Insgesamt gibt es für alle maximal 5 Fragen, also auch potenziell 5 Punkte zu machen. Und nachdem die Frage gestellt ist, schreibt ihr eure Antwort auf. Ich schließe dann die Runde und frage euch ab. Verstanden? Okay. Okay, also die erste Frage lautet: Auf Taschenrechnern gibt es meist eine AC-Taste. Wofür steht die Abkürzung AC? Da dürfen die uns helfen? Nee. Nein. Entschuldigung, muss ich die dürfen, die dürfen nur starren. Und wir halten die ganze Zeit Augenkontakt. Ist das essentiell wichtig fürs Spiel? Wahrscheinlich. Ja, das ist wichtig. So habt ihr eine Chance, euch kurz kennenzulernen. Und sonst ist es ja auch nicht unangenehm. So. Flo? So. Habt ihr was geschrieben? Kommt zum Ende. Ihr wisst das? Ich zähle mal von 5 runter. 5, 4, 3, 2, 1. Nathalie. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe jetzt mal All Connected aufgeschrieben. Keine Ahnung, ob das stimmt. Andreas, was meinst du? Er ist nicht gut in Mathe. Sag mal, lass mich doch mal mit deinem Vater reden. Das ist, ist aber auch gut. Das ist richtig. Du weißt es auch nicht? Ich weiß auch nicht. Ich muss dir sagen, es ist leider falsch. Ja. Ne? All Connected ist nicht richtig. Ja. Flo, was hast du geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Es ist doch da, wo man wieder nullt, oder? Beim Taschenrechner. Ja? Ich habe keine Ahnung. Action Control. Das ist kein schlechter, ne? Du weißt es und du hast es mir nicht gesagt. Ich finde es einen guten Filmtitel, Action Control. Das ist wirklich richtig gut. Das ist falsch. Das ist richtig. Das ist falsch. Action Control ist falsch. Hazel. Ich habe All Clear. Joko, was hast du? All Clear. Oh, dann habt ihr jeweils einen Punkt. Das ist richtig. Ja, können wir auch so machen. So. Very good. Okay, ihr Lieben, seid ihr bereit für die nächste Frage? Wann muss dieses Auto zur nächsten Hauptuntersuchung? Oben auf dem Cube. Ach so. Wann muss dieses Auto zum TÜV? Wir wollen Monat und Jahr hören von euch. Haben alle einen Führerschein? Können alle Auto fahren? Ich habe einen Führerschein, ja. Ich habe sogar ein Auto, aber das lasse ich zum TÜV bringen. Ah. Ich sag's so. Oh, okay. Ich dachte, du sagst, ich habe zwar ein Auto, aber kein TÜV. Okay, ihr Lieben. Ich schließe die Runde. Hazel, was hast du geschrieben? Also, da du mich als erstes dran nimmst, wahrscheinlich nicht das Richtige. Ich habe November 2024 bis Januar 2025, so dass man ein bisschen Planungsspiel hat. Oder ist vielleicht auch weit weg, der TÜV. Wenn man mal Zeit hat, zum TÜV zu fahren. Ne? Ja, also es war einfach richtig falsch. Okay, ne? Ja. Alles klar. Nathalie, was hast du? Problem. Hast du einen Führerschein, Nathalie? Ja. Ja? Ja. Ich habe zwar kein Auto, aber das, was ich fahre, bringe ich zum TÜV. Okay. Ja, nämlich meins. Genau. Okay, aber wann? Wann genau? Dezember 24. Dezember 24 ist falsch, schade. Nathalie. Flo. Februar 24. Warum? Ach, fuck. Weil die 2 oben ist. Ja. Ach, scheiße. Es ist nämlich richtig, weil es geht um die Zahl, die oben ist in der Plakette. Ja. Wusstest du das auch, Joko? I knew it. Dann habt ihr beide einen Punkt. Vielen Dank. Joko, haben alle deine Autos noch TÜV? Nee. Tatsächlich hat ein Auto von mir kein TÜV. Ein Auto in meiner Garage. Er hat mich gefragt, haben alle deine Autos TÜV? Und dann dachte ich mir so, wer so frech fragt, der kriegt eine ehrliche Antwort. Okay, ihr Lieben, hier ist die nächste Frage. Wie lautet der Plural von Marathon? Marathon, ist das die Tochter von Olaf Thon? Hey, hast du den Gag gehört? Der war gut. Ich habe ihn gehört, aber ich habe ihn bewusst ignoriert, weil so gut fand ich ihn nicht. Und ich bin hier, glaube ich, die am besten bewerten kann, was lustig ist und was nicht. Ich liebe sie.
Unglaublich. Ja, weißt du es? Bist du es im griechischen Original? Oh Gott. Nein, ich weiß es nicht. Ich hab's nicht. Also, wer mehr als einen Marathon rennt, hat eh nicht mehr alle Tassen im Schnee. Ah, ich hasse es jetzt nicht. Ich würde sogar wenn einer nicht jetzt ganz viele gerannt ist, was würde man sagen? Ne? Wie würde man dem gratulieren? Ne? Also wenn jetzt einer ganz viele gelaufen ist. Okay, wir schließen die Runde. Flo, was hast du geschrieben? Wie würdest du jemanden gratulieren, der ganz, ganz viele gelaufen ist? Also ich weiß tatsächlich nicht, was der Plural im Griechischen wäre, so oder Marathonei oder so, aber ja. ich glaube, es ist Marathone. Das ist falsch, mein Lieber. Das ist cool. Das war lustig, Joko. Das ist falsch. Ja. Das ist lustig. Klingt ja wie so ein italienischer Kuchenmarathon. Wer kennt es nicht? In der Weihnachtszeit. 42 Kilometer langes Brot. Danke übrigens, dass du gelacht hast über meinen Witz. Das bedeutet nicht viel. Ja, es ist ein Premium-Lacher, wenn er von mir kommt. Also ich habe zuerst gedacht Marathons, aber dann dachte ich irgendwie, das ist blöd. Deswegen habe ich jetzt Marathones geschrieben. Weil es noch blöder ist. Und das war blöd, denn das ist falsch. Ja. Das ist nicht richtig. Joko. Ich habe Marathons gelassen. Dann ist das richtig, mein Lieber. Nein! Oh, so einfach. Nathalie? Nathalie hat sich fälschlicherweise nur für Marathon entschieden. Als Plural von ja. Marathon? Ja, gibt's ja manchmal. Ja, da hast du recht. Ja. Das ist also falsch. Ja. Ne? Das ist, Schade. Ja. Ja. Andreas? Ich will ja nichts sagen, aber das ist schon klar, deine Tochter hat 0 Punkte, ne? Also, es ist, ja. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wofür steht die Domain-Abkürzung .com? Oh, ich mach's nochmal in Synchronsprecherstimme. Für welches Wort steht die Domain-Abkürzung .com? Oh Mann. Wisst ihr's? Ja. Du weißt es wieder, ne? Okay, ihr liebe Starrer, konzentriert euch jetzt nochmal. Ihr könnt auch ein bisschen... Also ihr könnt auch beide Beine auf den Fuß, auf den Boden stellen und nochmal richtig sozusagen alles von unten in die Augen drücken. Ich schließe die Runde. Flo, was hast du? Ich hatte erst Company, aber es ist, dann hatte ich Community. Könnte sein. Ist aber nicht richtig. Ist aber nicht richtig. Oh Mann, ey. Ja? Hazel. Ich hatte, lustigerweise bin ich so wie der Dominostein, den man an den Wissensdominostein von Flo dranhängt. Denn ich hatte zuerst Community, dann bin ich aber übergeschwappt zu Commercial. Das ist richtig. Commercial ist richtig. Joko, was hast du? Ich habe ein Auge zugekniffen und den Daumen hoch. Und ich habe Commercial geschrieben. Wow. Ja. Commercial ist richtig, Nathalie. Ich habe auch Commercial geschrieben. Dann hast du hier mit einem Punkt. Wow. Wunderbar. Nathalie! Bam! Das ist meine Nathalie. Sehr gut. Darf ich Schnatti sagen? Natürlich. Das ist meine Jetzt Schnatti. Jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Dazu wollte ich kurz noch mal sagen, ich habe die Show schon zum zweiten Mal gewonnen. Ja, also, nennt bitte einen Fluss in Frankreich, außer der Seine. Nennt einen Fluss in Frankreich, außer... Ist echt gar nicht außer so der leicht, Seine, ist ein Nachbarland von uns. Habt ihr alle was geschrieben? Noch nicht. Nee? Oder man kann mich nicht entscheiden, welchen ich nehmen soll. Außer der Seine, kann man auch sagen. Außer der Seine, ihre. Hesse, kommst du aus der französischen oder aus der italienischen Schweiz? Aus der rätoromanischen Schweiz, deswegen auch mein starker Akzent. Ich komme aus der Nähe von Zürich, hinter Oerlikon, falls dir das ja, was sagt. Ja, sicher. Ja, klar. 8157 Dielsdorf. Ich grüße meine Gang. Das ist wirklich eine Partystadt. Das ist traumhaft. Ich schließe die Runde in 3. 2. Oh Gott. Und was hast du geschrieben, Nathalie? Ich habe einen weinenden Smiley gemalt. Konnte mich einfach nicht entscheiden, welchen ich nehmen soll. Und deswegen. Das wäre auch sehr lustig. Und das ist richtig. Das ist natürlich, das ist falsch. Ja. 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 Joko, was hast du geschrieben? Die Loire. Hesse, was hast du geschrieben? Il. Was hast du geschrieben? Die Ronde. Aber hast du auch das Dächli über dem O?
Na, mein Gott. Das ist alles richtig. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt alles richtig und das waren die unangenehmen 5.